Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Beschriftung bei Bilder wieder mit Divi anzeigen könnt. Also schauen wir uns das Ganze doch gleich mal an. Also ihr habt jetzt hier in eurem Projekt auf eurer Webseite Bilder hochgeladen in die Mediathek und jetzt habt ihr sie beschriftet. So wie ich jetzt hier bei meiner Pommes habe ich hier eine Portion Pommes als Beschriftung hinzugefügt. Hier Haarschel, Fondue Spaß, ein feiner Kebab, Coca-Cola 5, eine gelbe Badeente und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich, dass diese Texte auch angezeigt werden. Jetzt habt ihr aber sicherlich schon gemerkt, wenn ich hier ein Modul einfüge, ein Bild einfüge, ihr habt ja das da. Und ich wähle hier jetzt zum Beispiel einfach mal mein Kebab aus und hier die feine Beschriftung. Und ich füge das ein, ja, dann seht ihr aber sehr schnell, hier ist nirgends diese Beschriftung sichtbar. Und selbst wenn ihr hier ein bisschen sucht, es gibt keine Möglichkeit, diese Beschriftung hier anzuzeigen innerhalb von diesem Modul. Also hier könnt ihr das Ganze stylen, Zwischenraum, Rand, Boxschatten, Filter, Transformation und so weiter und so fort. Natürlich könnt ihr irgendwie mit einer Klasse arbeiten und versuchen, das reinzubauen. Aber einen einfachen Weg gibt es nicht, dass ihr diese Beschriftung von diesem Kebab hier jetzt angezeigt bekommt. Ja, wie kann ich aber trotzdem die Beschriftung einfügen? Und das zeige ich euch jetzt mal. Also ich gehe jetzt mal wieder hin, ich mache hier mal drei Bilder und jetzt habe ich hier mal drei Kolonnen gemacht und jetzt wähle ich anstatt das Bildermodul hier, wähle ich das Textmodul aus. Das ist der ganze Trick und dann kann ich einfach hier den Inhalt löschen. Ihr seht das ja, jetzt ist er weg hier. Ich lösche das Ganze und jetzt gehe ich einfach hier auf Medien hinzufügen. Und hier ist dann der ganze Trick. Also hier wähle ich dann den Kebab aus. Ja, ich habe hier die Beschreibung drin und so weiter und so fort. Ich wähle hier die Zentrierung auf zentriert, also die Ausrichtung auf zentriert. Ich mache hier die Größe, ich mache es jetzt vollständig und dann baue ich es hier ein. Und wenn ihr das Ganze anschaut, dann sieht der Befehl so aus. Wenn ich hier das Textbereich aktiviere, dann sieht das Ganze als Befehl so aus und dann kann ich es abspeichern. Ja, so sieht dann das Ganze aus und ihr seht jetzt hier, die Vorschau wird angezeigt und hier unten seht ihr die kleine Beschreibung. Also jetzt kann ich hingehen und kann das Ganze einfach mal abspeichern hier so und dann schauen wir uns dann das Ganze im Frontend an. Und wenn ich hier auf der Seite bin, ja, dann sehe ich jetzt hier unten ist die Bildbeschreibung sichtbar. Wir können das Ganze noch mal kurz neu machen hier mit dem Text und dann lösche ich das Ganze alles, gehe hier auf Medien und wähle ein weiteres Bild aus. Ich mache das jetzt mit diesem Fondue-Teil. Mache hier nochmal zentriert und vollständig. Hier könnt ihr das selbst auswählen, wie ihr das gerne haben möchtet. Aber mit zentriert wird es wirklich schön zentriert angezeigt. Die vollständige Größe würde ich auch machen, denn ihr könnt ja dann die Breite des Bildes selbst anpassen, auswählen, abspeichern. Und sobald hier die Vorschau fertig ist, dann seht ihr ja, es ist jetzt wirklich so drin. Ja, und wenn ihr jetzt genau schaut, hier ist immer die Bildbeschreibung schön sichtbar und es sieht irgendwie aus wie ein Polaroid-Foto. Wenn ihr das aber nicht haben möchtet, ja, dann müsst ihr jetzt ein wenig mit CSS arbeiten. Wie immer, ich gehe dann hier ins Backend rein, hier unter Design Team Editor und hier kann ich dann das ganze CSS-Zeug einbauen. Also ich mache jetzt hier das Ganze wieder einen Titel rein, Bilder, Beschreibung anzeigen und dann kann ich hier eigentlich mit dem CSS anfangen.
Ich empfehle euch eigentlich immer dann hier diese Quellcode-Anzeige anzuzeigen. Ihr wisst ja, das ist unter Anzeige Entwickler-Tools machbar. Natürlich könnt ihr auch die Quellcode auswählen und so weiter und so fort, wie ihr das gerne haben möchtet. Aber wenn ich dann nämlich hier dieses Entwickler-Tool habe, dann kann ich hier mit diesem Pfeil hier das Element anzeigen und wie ihr seht, unten wird direkt hier das Ganze leicht hellblau angezeigt hier. Und da seht ihr, welcher Befehl was macht. Und so kann ich eigentlich immer die entsprechende, den entsprechende Klasse rausfischen und dann anpassen. Also wie ihr seht, ich habe jetzt hier das ganze Feld drin und hier unten steht die Klasse als WP Captions. Hier unten ist sie WP Captions. Die muss ich mir jetzt natürlich merken. Ich fische die mir jetzt einfach mal raus. Ja, und wenn ich hier auf der Seite hingehe, dann sehe ich ebenfalls, was ist hier als CSS definiert bei dieser Klasse. Also ich setze hier die WP Caption, hat Border 1 Pixel, Solid, dunkelgrau und dann hat der Background Color hellgrau und das möchte ich ja jetzt nicht haben. Also wenn ich das hier jetzt einfach mal deaktiviere, ja, dann verschwindet hier in der simulierten Anzeige wirklich auch dieser Hintergrund, dieser Polaroid-Effekt. Und jetzt, ja, das kann ich natürlich nicht einfach so hier deaktivieren und neu laden, denn es ist gar nicht abgespeichert. Es wird hier einfach in diesen Entwickler-Tools einfach simuliert. Also ich gehe jetzt hin und ich mache oder kopiere mir jetzt hier dieses ganze WP-Caption-Befehl raus und gehe hier im Backend in das CSS-Bereich rein und kopiere es rein. Jetzt seht ihr, es wurde mir bereits hier auskommentiert, denn ich habe hier die Häkchen deaktiviert. Das möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte, dass es den gleichen Hintergrund oder die gleiche Hintergrundfarbe wie meine Seite hat. Das ist der Trick, der immer am besten funktioniert. Bei mir ist es jetzt weiß, also ist die Farbe FFF oder 6x FFF, FFFFFF, FFFFF, egal. Man kann das abkürzen mit 3x F und da muss ich natürlich hier diese Befehle wegnehmen. Hier. So, und wenn ich zufrieden bin mit diesem Befehl, dann speichere ich das Ganze mal ab, gehe wieder ins Frontend und lade die Seite neu. Und jetzt seht ihr, wow, jetzt ist dieser Rand, dieser Inhalt, dieser Polaroid-Effekt weg. Als nächstes denke ich aber mir vielleicht, oh, diese Schrift ist schon ein bisschen klein, fein, ich kann sie fast nicht lesen, also möchte ich die natürlich auch noch schön machen. Also ich gehe jetzt wieder hier hin und schaue mir das Ganze an, hier, ich fahre direkt über diese Schrift und dann sehe ich hier, ja, hier ist diese PID drin, ja, P-Caption Attachment, das ist die Zahl. Die interessiert mich nicht, das ist ja die ID, die Bilder-ID, die interessiert mich nicht. Mich interessiert hier aber diese Klasse wp-caption.text. Und das ist eigentlich der Befehl, mit dem ich jetzt arbeiten kann. Also ich gehe jetzt wieder hin ins Backend rein und füge das hier in mein CSS ein. Und jetzt kann ich hier drin den Befehl erweitern. Also als erstes möchte ich vielleicht mal die Schriftfarbe anpassen und das mache ich ja mit Color. Und jetzt kann ich hier entweder eine Hexzahl reinsetzen, hier eine Hexfarbe reinsetzen oder ich kann einfach das Vordefinierte nehmen, diese Wörterfarben, die ich ja hier bereits als CSS-Standard drin habe. Ich mache es mir jetzt einfach, ich mache jetzt einfach mal rot und speichere es ab. Wenn ich hier gehe, das neu lade, dann sehe ich jetzt, ja, es ist rot, ich habe es gemacht. Jetzt möchte ich vielleicht die Schriftgröße noch ein bisschen ändern. Also kann ich das Ganze auch machen mit Font Size. Und dann mache ich jetzt mal 22 Pixel. Ihr könnt dann natürlich auch Rem oder EM nehmen oder was auch immer. Und dann würde ich jetzt hier noch Important reinsetzen, damit wirklich dieser Befehl überschrieben wird von anderen Font Size Befehlen. Und dann kann ich das Ganze abspeichern, neu laden. Und jetzt seht ihr, tada!
Jetzt ist die Schriftfarbe und die Schriftgröße so, wie ich es gerne haben möchte. Und ich habe ein Bild mit der entsprechenden Bildbeschreibung. Ja, und ihr seht jetzt, ihr habt jetzt die Schriftgröße und Schriftfarbe angepasst, so wie ihr es gerne haben möchtet. Ja, mit diesem kleinen Effekt könnt ihr also bei jedem Bild wieder die Bildbeschreibung einfügen mit diesem Caption-Trick. Ja, wenn du noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Wie immer, ich beantworte jede Frage, entweder direkt unten oder in einem eigenen Video. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.